Im Traum des Vermeidens träumt das Wesen in seiner eigenen Entfaltung. Träumt es, dass irgendetwas vermieden werden könnte und das Wesen übersieht, dass die Entfaltung seiner selbst so absolut ist wie das Wesen. Das Wesen ist absolut und die Entfaltung, die Offenbarung ist absolut. Da das Wesen absolut ist, muss es absolut alle möglichen und unmöglichen Ereignisse, Erlebnisse in sich offenbaren. Wo Dualität ist, gibt es Licht und Dunkelheit, Freud und Leid, Liebe und Hass. Und nichts kann vermieden werden. Und obwohl nichts vermieden werden kann, träumt das Wesen den Traum des Vermeidens, des Vermeidenwollens. Sobald das Wesen vermeiden will, ist es im Traum des Vermeidens. Und es träumt und träumt weiter. Und alles ist in diesem Traum, der keinen Anfang und kein Ende hat, in dem ein Träumer auftaucht, ein Ich, das in Begrenztheiten denken darf, von Anfang und Ende, von Geburt und Tod. Dass die Geräusche, die Aktionen, die Bewegungen für real hält, oder vielleicht Angst hat, sie könnten nicht real sein. Und was völlig übersehen wird und nie mitgezählt wird, ist, dass nie etwas geschehen ist und dass trotzdem alles geschehen kann. Ob Freude oder Leid, Liebe oder Hass, Sanftmut oder Gewalt. Und das Wunderbare an diesem Traum ist, dass sobald etwas geschieht, es schon vorbei ist. Ha ha ha.